Hallo und herzlich willkommen bei Age of Empires 3, der Kampagne. Wir sind jetzt unterwegs nach Westen. John und Kenyon Kay streben nach Rache für Stuarts Tod und machen Jagd auf Warwick. Ihr Weg führt sie quer durch die Prärie in die weite, unerforschte Wildnis des Westens hinein. Also, wir marschieren von den großen Seen in Richtung Prärie. Schauen wir mal, ob wir Warwick endlich stellen können, ihn endlich aufhalten können. Denn wer weiß, was er noch alles vorhat. Hier die beiden John und Kenyon Kay, wahrlich beste Freunde, die zusammen auf einer Rachemission sind, um Johns Onkel Stuart zu rächen und diesen verrückten Anführer des Zirkels Warwick aufzuhalten. Und los geht's. Hoffentlich. Hoffentlich geht's los mit dem Weg durch die Prärie. Schauen wir mal. Unterwegs nach Westen. Da laufen die beiden. Durch die Wälder. Tag und Nacht sind sie unterwegs. Rasten bei einem Feuer im Mondschein. Diese Prärie. Ein Land wie dieses habe ich noch nie gesehen. Sei wachsam. Ich weiß nichts von den Stämmen in diesem Gebiet. Vielleicht wissen sie, wo Warwick ist. Komm. Vielleicht können wir uns also mit den Indianern verbünden. Oh, und schaut euch diese Büffelherde an. Wie groß sie ist. Die Prärie ist ja auch immer Multiplayer-Gefecht. Eine sehr schöne Karte, wo man dann eben vor allem die Büffel jagt, um Nahrung zu bekommen. Mal schauen, wie das Ganze hier ausschaut. Und vor allem, wie schwer das Ganze ist auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das könnte eine echte Herausforderung werden. So. Und ich könnte ja schon mal als kleine Vorinfo geben, im das Abonnenten-Special für Age of Empires im Multiplayer-Modus. Ich denke, das wird vielleicht nächste Woche unter der Woche sein, vermutlich so dann irgendwann 16 oder 17 Uhr, aber wie gesagt, da gibt es dann nochmal ein genaues Infovideo, wann ich das machen möchte. Aber stellt euch schon mal darauf ein, dass das wohl eher unter der Woche anstatt am Wochenende sein wird. Ich hoffe, dass da einige von euch kommen können und freue mich auf jeden Fall schon ziemlich darauf. Denn ein 4 gegen 4 bekommt man selten gut zusammen. Da muss natürlich auch geschaut werden, dass man das Ganze gut, ja, mischen kann, dass es ausgeglichen ist und fair. So, aber jetzt wieder zurück hier zu John und Kenyon Kay in der Prärie. Respekt. Ah. Dieser Warwick und seine Knochengarde wollen alle Häuptlinge in der Prärie töten. Helft uns, bevor der letzte Häuptling gestorben ist, und wir vertreiben Warwick von hier. Puh, keine leichte Mission. Wir bauen hier gleich mal ein Dorfzentrum. Und... Ja, Siedler. Einmal hier hin. Und jagen. So, wir bauen hier gleich mal einen Handelsposten. So, diese... Oh, verdammt, wir werden schon angegriffen, oder was? So. Einen töten wir hier gleich mal. Lasst uns einen Handelsposten beim Lakota-Dorf errichten.
wo wir zuerst angekommen sind. So. Die Laboratorien schließen sich euch an. So, und jetzt müssen wir erstmal wieder die Wirtschaft ein bisschen in Ordnung bekommen. Die jagen also vor allem. So. Dann hätte ich nämlich... Dann würde ich gerne direkt ins nächste Zeitalter gehen. Wir holen hier mal die vier Siedler und hier vor allem dann den Gewürzhandel. So. Ja, ich denke, wir werden dann relativ schnell hier mal eine Kaserne errichten. So. Oh, und wir haben Lakota Hundesoldaten. Das ist auch sehr schön. Das hier ist ein Axtreiter. Okay. So, wir haben jetzt noch gar keine Siedler groß gebaut. Ach stimmt, und wer baut das bitte? Achso, es wird schon. Dann bauen wir hier mal noch einen Marktplatz bitte hin. Danach bitte hier Holz. Und du gehst dann hier auf Gold. Da haben wir anscheinend nur 2000. Na schön. So, wo ist denn hier? John Black. Geh mal hier hin bitte. Warwicks Kolonie hat schon das Festungszeitalter erreicht. Ja, wir versuchen auch gleich ins nächste zu kommen. So. Die ersten Verbesserungen kommen. Wir töten diesen Bären und holen hier 40 Holz. So. Die Knochengarde greift eine der Stämme an. Halt sie auf! Ja. Das ist leichter gesagt als getan. Die ist ziemlich stark, die Knochengarde. So. So, wir erledigen sie hier mal. Wir positionieren uns mal hier oben. So. Oh verdammt, diesen Langbogenschützen. Ja, wir positionieren uns mal etwas weiter hier unten, bitte. Und dann holen wir uns mal ein Vor. So. Und dann werden wir direkt... Ah, wir haben zu wenig Gold. Na schön. Dann müssen wir mal hier noch verstärkt auf Gold gehen. So. Ah, diese Idioten, die lassen sich einfach abschießen. Kommt mal hierher, bitte. So. So, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen Ordnung schaffen. Der Speer könnte hier mal alles ein bisschen erforschen. Ein Vorwagen. Ja, da ist jetzt die Frage, wohin bauen wir das vor? Ja, das ist mir zu gefährlich. Ich baue es mal vielleicht hier hin lieber. Ja, den einen Bogenschützen konnten sie alleine erledigen. Sehr schön. So, weitere Siedler müssen gebaut werden. Okay, hier kommt... Der große weiße Büffel ist heilig. Rette die Frau Warwick und bring die zum Lakota-Dorf zurück. So, wo ist das vor? Ich würde gern genau hier... Wo ist John Black? Hier, töte mal den Langbogenschützen da oben. Attack.
Verdammt, unser Hundesoldat wurde hier angegriffen. So, wir bauen hier mal ziemlich offensiv. Ja, die Lakota-Axtreiter halten hier nicht sehr viel aus. So. Dann bauen wir hier gleich mal ein paar Musketiere. Ach, je. So, jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen zurückziehen. Das Fort ist jetzt hoffentlich gleich fertig. So, und dann schicken wir uns mal hier zwei Kanonen. Die kommen dann bitte hierher. So, wir haben immer noch zu wenig Gold. Ihr müsst jagen gehen. Geht mal bitte hier jagen. Und dann brauchen wir ein paar Häuser, bitte. So, hier ein paar Häuser bauen. Ja, es fehlt irgendwie von allem etwas. Ich sagte doch, die Soldaten sollen hier unten hin. Na gut, jetzt ist egal. Jetzt versuchen wir hier den Außenposten mal zu zerstören. So, jetzt ist der Außenposten aber gleich vernichtet. Oh verdammt, die werden jetzt hier angegriffen. So, jetzt hier gleich mal Angriff. Ah. Sie scheinen das recht alleine auch gut zu schaffen. Oh verdammt, jetzt werden wir hier angegriffen. So, bauen wir hier noch ein paar Soldaten. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr, die auf Nahrung gehen. Gut. Mehr Siedler bitte. Die Upgrades hier, das Minen-Upgrade. Ja, dann brauchen wir irgendwann auch das Mühlen-Upgrade. So. Oh, Warwicks Kolonie hat schon das Industriezeitalter erreicht. Oh je. Ja, jetzt fehlt uns hier natürlich das Gold. Woher kommen denn die dort unten jetzt plötzlich? Ja. Wie teuer sind diese Lakota-Reiter? Oh, die kosten aber richtig viel Holz. Ach du Schande. Ja, da werden wir hier mal 4 Stück machen. Woher kommen die? Ja, na toll, jetzt. So, wo? Vorwärts, hier. Dann möchte ich, dass die Leute schneller ausgebildet werden, alle. Und ja, ein bisschen mehr auf Holz hier, weiter Siedler pumpen. Gut. Na schön. Ich nehme mal hier diesen Musketier. Dass die hier irgendwo noch einen Posten haben, hier irgendwie einen geheimen Posten, wo sie angreifen. Das wäre sehr schlecht. Ach, und wir brauchen 10.000 Erfahrungspunkte. Ah, okay. Das ist also das Ziel. Verstehe. Na gut. Nein, hier scheint aber kein Feind zu sein.
Dann einmal hier hoch, bitte. Oh, jetzt haben wir kein Gold mehr. Und hier sind auch kaum noch Büffel, hier sind aber viele dafür. So. Mehr Leute, bitte. So. Die Knochengarde greift eine der Stämme an. Ja, wir greifen ja schon an. Die Knochengarde hat wirklich viele Lebenspunkte. Nicht schlecht. Gut. Sehr schön. Hier konnten wir sie schon mal aufhalten. Und wir müssen natürlich hier weiter Siedler produzieren, ohne Ende. Gut, hier haben wir alle Upgrades. Was ist mit dem Haus hier bitte? Ich möchte hier, dass die ganzen Häuser gebaut werden. Das machst du bitte. Du hackst Holz. Geh mal hier noch bitte. Auf den hier. Einmal hier auf die Büffel. So. Und dann bauen wir hier jetzt mal noch einige Musketiere. So. Und weiter Siedler hier. Noch brauchen wir keine neue Büffelherde. Was holen wir uns hier? Ja, holen wir uns doch mal 8 Ulanen, oder? 8 Ulanen hört sich gut an. Ihr habt wahrscheinlich keine Nahrung mehr. Kommt mal hierher und jagt das hier. Ja, dort wird wahrscheinlich jetzt auch Hilfe gebraucht. Ach, hier ist ein Fort. Okay. Dann greifen wir hier doch gleich mal an. Oh, das ist recht stark hier, das Vor. Die Armee hier scheint zurückzukehren. Ich möchte hier mal ein paar bei meinen Kanonen hinstellen, bevor die hier kommen. So. Wir versuchen hier den Turm zu vernichten. Sehr schön. Hier mal noch auf die Soldaten drauf. Jetzt hier mal weiter angreifen. Wir haben dort auch Warwick gesehen. So. So, der John darf hier auch mal machen. Wir brauchen hier mehr Männer. Und ihr geht mal noch hier jagen. Ja, du gehst mal hier noch jagen. So, wir wollen jetzt hier den Wall einreißen. Hier ist auch General Warwick. So, hier. Mehr Musketiere. Unbedingt. So, einmal hier schießen. Jetzt haben wir hier gleich die Mauer eingerissen. Und hier weitere Soldaten bitte machen. So, einmal hier mit Kanonen auf Warwick. Jawohl, und damit ist Warwick Geschichte. So, entschuldigt bitte wieder hier das Telefon.
Das kann eben manchmal passieren. Wir greifen jetzt hier mal weiter an. Ich glaube, man müsste hier in diesem Szenario gar nicht angreifen. Aber wir machen es einfach mal, weil wir gerade gut drauf sind. So, jetzt töte den hier doch endlich mal. Wir brauchen mehr Gold. Hierhin bitte. Und genau richtig, mehr Siedler. Gerne jetzt dann auch, ja. Ihr schafft das schon irgendwie, euch hier aufzuteilen. So, hier. Den Stall mal bitte vernichten. Und bitte auch auf den Außenposten. Sonst macht der nur Ärger. Jetzt haben wir nämlich erstmal bald kein Gold mehr. Die verbesserten Ulane bitte. Die Kanone noch. Ja, von mir aus. Ja, das fehlt jetzt hier noch. So. Oder ich denke, wir gehen hier trotzdem erstmal noch. Hier auf diesen Turm, den habe ich überhaupt nicht gesehen. John, zieh dich mal ein bisschen zurück. Du bist mir irgendwie kurz vorm Tod. Das gefällt mir nicht. So, wir haben doch hier unten eine kleine, aber feine Armee. Diesmal mal hier hoch. Ihr habt kein Holz mehr, das ist schlecht. Aber baut mal hier noch alles voller Häuser, bitte. So, und jetzt hier bitte weiter angreifen. Wir wollen das Dorfzentrum hier vernichten. Obwohl ja wirklich unser Ziel ist, 10.000 Erfahrungen zu bekommen. Aber wenn wir den Gegner hier so schwächen, wieso nicht? Oh, verdammt. Hier werden wir angegriffen und haben es gar nicht mitbekommen. Da müssen wir mal ein paar Truppen nachschicken. Oh, aber viele Truppen müssen wir hier nachschicken. Ach du Schande. So, hierhin bitte. Mehr Soldaten, die könnten hier bald angreifen. So, hier bitte auch neue Soldaten machen. Und dann holen wir noch das hier. Ah, verdammt, die haben hier was bekommen, ich habe es nicht gesehen. So. Rückzug hier mal kurz. Ihr deckt mal hier den Rückzug. So, mehr Musketiere bitte. Goldmangel, kein Problem. Darum kümmern wir uns. So, hier. Oh, verdammt, und hier kommen wieder Renegados. Das Problem ist ja, die bauen hier alles wieder auf. Das heißt, wir müssen uns hier ranhalten. Wir bauen mal auch eine Kirche hier. So. Baue ich hier weiter Siedler? Jawohl, wir bauen hier jetzt auch noch weiter Siedler. Das holen wir mal auch. So, und jetzt probieren wir hier nochmal anzugreifen mit einer etwas größeren Armee. So. Und diesen Außenposten hier zu holen. Das ist, glaube ich, auch der einzige Außenposten, den es hier gibt. Wir müssen nur aufpassen, oh, das ist eine ziemlich starke Armee. Die haben hier, glaube ich, noch eine Kanone. So, hier einmal auf die Kanone bitte schießen. So, wenigstens hier mal die Kanone bitte jetzt vernichten. Gut, die Kanone konnten wir vernichten. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier zurechtkommen. Wir brauchen hier mehr Männer. Oh, verdammt, die kommen hier. Greifen dann noch unsere Siedler an, oder was? Ja, dann ziehen wir uns mal hier schnell zurück. Und du, wir bauen mal hier noch... ja, zwei Kasernen, bitte. Oh je, kaum noch was übrig.
Ihr zieht euch mal irgendwo hier zurück. Ja, ihr zieht euch auch zurück. Woher kommen die nur alle? Das ist ja irgendwie schon ein bisschen unfair. Ah, unsere Siedler müssen hier echt aufpassen. So, jetzt müssen wir hier mal ein paar neue Siedler machen. Siedler sage ich schon. Soldaten bitte. Und ein paar Plänkler. So, was machen die denn hier schon wieder? So, jetzt hier Angriff. Die haben schon wieder ihre ganzen Sachen nachgebaut. Wir brauchen ja mehr Soldaten. So, jetzt hier töten bitte. Die sind richtig stark, diese Renegados. Wir brauchen unbedingt hier mehr Musketiere. Ja, wir gehen jetzt trotzdem mal, weil wir hier so bedrängt werden, auf Mühlen um. So, bauen neue Siedler. Ihr geht mal hier hin, macht auch eine Mühle. Ja, wir werden jetzt irgendwie überall gleichzeitig bedrängt. Ihr werdet hier mal noch eine Plantage bauen. So, Leute, und wir haben es geschafft. Wir haben den Respekt der Prärievölker verdient. Wir wurden uns am Ende ziemlich unter Druck gesetzt, aber haben es dann doch geschafft, 10.000 Erfahrungspunkte zu sammeln. Ja, und ich glaube, hier wollte ich, genau, die 14 Musketiere, die holen wir noch. So, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Wow, wir konnten jetzt nicht völlig hier vernichten, aber wir konnten ihm schon mal einen harten Schlag versetzen und haben jetzt die Prärievölker als unsere Verbündeten. Gut, das war's wieder von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.